Oh ja, schaut euch das an, Freunde. Hier geht gerade der Luzifer ab. Here we go. Hallöche Leute, Wallamagulis! Willkommen zurück zu einem neuen Part von Pokémon Snap! So, und heute, beziehungsweise jetzt, noch einmal den Tunnel mit dem Apple, ne? Ja. Pokémon Apple. Wir bewerfen jetzt also Pokémon mit. Oh, ups, ups, Maus. Wir bewerfen jetzt Pokémon mit Obst. Wir haben den Spoiler erhalten. Doch mal ein Elektroball. Oh. Mit Obst zu bewerfen. Aber. Tja. Naja. So, jetzt aufpassen. Jetzt kommt die Explosion. Okay, mal gucken, mal gucken. Ich werde erstmal hier das Electek anhalten. Bringt nichts. Na, mal warten, mal gucken, mal gucken. Ah, das Kokun habe ich letztes Mal auch nicht erwischt. Hier werde ich jetzt mal. Ach so, warte mal. Muss ich vielleicht. Guck mich an, Junge! Guck mich an! Na, immerhin ein Bild vom Kokuna, ne? Immerhin. Oh! Naja, geht so, geht so. Jetzt guck mich an, Baby! Okay, Elektroball, mach was. Yes! Oh, das war ein Sch. Oh ja, das war super! So, Obacht, Zubat! Ja, ich lerne dazu, Freunde. Langsam, aber ich lerne. So, jetzt werde ich auch noch mal ein bisschen aufs Alpollo achten. Pika Pika, komm mal mit. Kannst du hier vielleicht Faxen mit dem Ei machen? Nein, noch nicht. Ne, noch nicht. Da brauchen wir den Blabla Elektro-Ball für. Okay, hier noch mal das Alpollo. What? Ah. Oh ja, komm, oh, komm. Oh ja, ich glaube, da waren ein, zwei gute Schüsse dabei. Nochmal Zubat. Ja, hier können wir leider immer noch nichts machen mit dem Electek. Aber am Ende jetzt gleich. Hoffe ich. Ich hoffe, dass es mit dem Ball, mit dem Apfel jetzt schon ging, ne? Dass wir da am Ende. Boah, der, ich glaube, der war, der letzte gerade war, glaube ich, perfekt. So, könnt ihr vielleicht was machen jetzt? Bäm! Nee. Doch, doch! Wow, jawohl, so wo lob ich mir das? Den auch noch mal hier? Och nein, ah, ich hab die da verpasst. Nein! So konzentriert auf mein Electek. Oh yes, okay, der hat jetzt den Generator aktiviert. Zumindest das Bild davon. Hat das Bild aktiviert. Tja, aber ich glaube, wir müssen am Anfang. Müssen wir. Aber wir müssen definitiv noch das Zapdos aktivieren aus dem Ei. Wofür wir aber den Elektroball brauchen. Jetzt werde ich erstmal hier Magnetilo abschmeißen. Oh ja, schaut euch das an, Freunde. Hier geht gerade der Luzifer ab. Komm, verbindet euch, meine Schönen, verbindet euch. Kommt schon, kommt schon. Ja, nein, doch. Dreht euch rum, dreht euch rum. Ach so, ah, scheiße, ich muss Elektro abwerfen. Das war's. Boom. Zack, seht das. Da sprengt er uns den Weg frei. Jawoll. Jawoll. Wieso habe ich ja keinen Sound? Wieso habe ich eigentlich keinen Sound? Ich hoffe, ihr habt Sound. Das hoffe ich wirklich. Ist egal. Okay, jetzt erstmal Elektroball. Zack. Oh, der ist schön hier, oder? Kurz vor der Detonation. Der hier? Ja, komm, den nehmen wir, ne? Den nehmen wir. So, was haben wir noch? Kokuna, oh ja. Ah, nicht in der Mitte, nein, nicht in der Mitte. Scheiße. Also wenn, dann ist der noch mehr in der Mitte, aber ich glaube nicht, der Eich ist ja eher von pingeliger Natur, ne?
Aber ein besseres Zubat-Bild haben wir auf jeden Fall. Und zwar direkt das hier. Ja. So, was haben wir noch? Ja, das kannst du vergessen. Wir nehmen es mal mit. Vielleicht gibt der Apfel ja extra Punkte. Apollo, links seht ihr das alte. Oh, perfekt, das ist perfekt. Aber, oh, es wird immer besser. Das letzte war richtig nice. Das war genau in der Mitte. Wo ist denn das? Das hier. Ah, ist nicht so nah dran. Nee, dann nehme ich. Das ist schön groß, aber nicht in der Mitte. Ich muss das hier nehmen. Das weist erstmal alle Kriterien auf. Haben wir noch was? Ah ja. Auf jeden Fall ein besseres Electek-Bild. Oh, hier, das ist ja geil, na. Auf jeden Fall, das nehmen wir. Ich hoffe, das macht Faxen, dass wir noch extra Punkte kriegen. Magnetilo. Ja, Mist. Da müssen wir nochmal ran. Ach, Magneton, aber ist so weit weg. Schade, ist so weit weg. Da müssen wir nochmal ran und quasi da nicht nach rechts ausscheren, sondern einfach gerade weiterfahren. Dann kommt Magneton nochmal näher. Okay, das war's. Ab zu Eichel. Zeig mir deine Bilder, Eichel. Was gibt's Neues? So, okay, was haben wir? Elektroball. Das dürfte besser sein. Okay, wenn die Größe nicht stimmt, aber... Oh, es explodiert! Jawohl, 1200. Tschüssi. Abgelöst. Oh, 483. Neues Bestbild, Freunde. Neues Bestbild. Kokuna, das wird auch ein neues Bestbild. Das und das ist. Aber ich fürchte es nicht in der Mitte. Doch, ist in der Mitte. Cool. Sehr gut, haben wir Kokuna gecheckt. Das wird auch besser sein. Ja, auf jeden Fall. Das war ja nicht mal in der Mitte, das alte, wa? 1000, okay. Er sieht, das alte hat keine Verdopplung bekommen. Also, neues Zubat-Bild. Das können wir vergessen. Das können wir voll vergessen. Außer es gibt eine Hammerpose. Ne, gibt's nicht. Für den Apfel. Nein. Gibt's nicht. Ja, das erste natürlich. Apollo, das dürfte auch besser sein. 97, jawohl. Gleiche Pose, aber durch die Größe ein besseres Apollo-Bild. So, Electric, das dürfte auch besser sein. Denn der links, der war ja nicht ganz so pralle in der Pose, ne? Er war ohnmächtig. Oh, ne, was? Ist es schlechter? What? Na gut, dann nehmen wir natürlich das erste. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Magnetilo, ah, scheiße, klein. Nein, er kennt es nicht mal. Verdammt, das Magnet natürlich auch nicht. Nee. Nee, da müssen wir nochmal fahren und die beiden auf jeden Fall uns noch näher ranholen. Gehen wir zurück ins Labor, denn du hast eine neue Strecke freigeschaltet. Okay. Willkommen zurück. Oh, du hast eine Abzweigung gefunden. Mein Vorschlag nach... Verlesen. So, achso, führen Sie zu einer neuen Strecke. Es ist alles vorbereitet. Du kannst die Strecke nun erkunden. Was haben wir denn da? Den Vulkan. Hey, da geht's heiß her, Freunde. Da geht's heiß her. Jetzt würde ich auch sagen, wir haben noch ein bisschen Zeit. Entweder, ja, wir fahren nochmal den Strand. Ich möchte nämlich gerne das Surfer-Pikachu und das Kangama nochmal näher. Zack. Ja, die beiden Sachen, da möchte ich nochmal beides. Schaut mal hier übrigens. Hier, pass auf. Ist. Oh. Naja, war es auch nicht so gut. Hier sieht man... Achso, nee. Stopp. Ich muss mich jetzt hier aufs Pikachu konzentrieren. Komm, mein Schöner, komm. Na los, geht die Zeit. Ran hier. Komm her. Junge, komm her. Und jetzt ab hier drauf, komm. Yes. Wuhu, Surfer Pikachu, da haben wir's. Lapras, nein. Smetbo nehmen wir jetzt nicht mehr mit, da haben wir schon wunderbare Bilder von. Ich achte jetzt nochmal aufs Carpador und aufs Kangama, dass wir das ein bisschen näher noch kriegen. Zur Lachs kann ich einmal ein bisschen abpfeffern, das bringt nichts, aber was soll's. Wir können's, also machen wir's. Das mit dem Mauzi können wir auch noch was anderes machen. Glaube ich dann mit dem Elektroball. Oder Rauchball. Ich weiß es nicht mehr. Komm her. Ja, das haben wir hier schon 10-mal gemacht, das Bild. Ist egal. Okay, mal gucken. Ich pfeffer mir einfach Sachen rein. Vielleicht bringt es ja irgendwas, aber ich bin mir auch sicher, dass wir dafür den Elektroball brauchen. Vielleicht kann ich das Taubs hier mal abwerfen. Yes. Ah, bringt nichts. Oh, nein, da war Lapras. Irgendwann will ich noch ein Bild, wo er Lapras erkennt. Das wäre ganz geil. Ja, wenn wir hier dann später die weiteren Items haben, dann kommt hier unter anderem ein Sichlor raus. Und zwei Pikachus, die dann hier Faxen machen auf den Baumstämmen. Das gibt dann nochmal ein richtig geiles Pikachu-Bild ab.
ich vielleicht so ein Smetbo abwerfen? Schmetterling! Ah, hier, ha? Kapador? Ah, Mist! Mann, das ist so schnell! Aber jetzt auf Kangama achten. Jetzt auf Kangama achten. Wo ist es? Ach, hier noch nicht. Bumm. Mautzi, stopp! Du kriegst nicht das Taubsi. Ja, ich kann hier ein bisschen was beeinflussen, ne? Ach, scheiße, Scharnierer. Wobei wir da schon Gutes von hatten. Ah, es geht immer besser. Boah, ich glaube, die sind besser. Die sind besser. Jetzt aber komm, Kangama. Komm schon. Triff es, triff es. Yes. So, komm her, Baby, komm her. Oh ja, oh, oh, gib mir die Nähe, mein Freund. Yes, gib mir die Nähe. Oh, oh, du bist so gut. Ja, zeig mal deine Schokoladenseite. Okay, na, wenn das nicht nice war, weiß ich auch nicht, ne? Das war perfekt. Die Tauzi, die können wir mal eben abdrehen lassen. Ach ja, ach, gucke. Geil, Freunde. Dadurch, dass wir die Tauzis gerade abgeschossen haben, haben die unser Mauzi nicht gewirbelt. Es hat sich also gefreut und getanzt. Und das dürfte eine bessere Mauzi-Pose sein, hoffe ich. Cool. Sagt mal, Freunde, wieso ist ja kein Ton unterwegs? Ich hoffe, dass ihr Ton habt. Hoffe ich wirklich. Das wäre natürlich sehr, sehr ärgerlich. Okay, Taubsi. Ja, nehmen wir das. Das sieht mir fast noch näher aus als das alte. Surfer Pikachu. So, Leute, jetzt sagt was. Wir nehmen direkt das erste, weil es das größte ist. Mauzi. Da nehmen wir jetzt das letzte, weil das schon tausendmal haben, das erste. Nehmen wir doch direkt das hier. Ich glaube, das dürfte besser kommen. Und Kangama natürlich. Ja, also wenn das nicht geiler ist, dann weiß ich auch nicht. Ihr könnt noch... Boah. Komm, wir nehmen mal so eins hier, oder? Wir nehmen mal das hier. Ich hoffe, der zählt das als Mitte an, aber müsste eigentlich. Carpador. Ah, wieder nix geworden, ey. Nee. Ah, komm, nehmen wir mit. Ist egal. Ist nix geworden, da bin ich mir sicher. Haben wir noch... Was haben wir denn vergessen hier? Ach, Scharnierer. Ah, ja. Okay. Ja, schön zentral, Junge. Nehmen wir mal das mit hier. Ist zwar kleiner als das andere, aber vielleicht gibt es... Weiß ich nicht. Vielleicht erkennt ihr irgendwas auf dem Bild. Das Punktum, das Momentum, was uns ein besseres beschert. Das dürfte größer sein. Yes. Yep. Nein. Was für andere Pose? Nein. Aber ist immer noch besser. Yes. Neues Taubsi-Bild. Yeah. Surfer Pikachu bringt 1000 Punkte. Wer hätte das gedacht? Okay, jetzt haben wir 1000 extra, 340, zwar kleiner, aber egal, ein sehr lebhaftes Motiv. Oh, ihr seht schon, was hier abgeht, wenn wir die Items benutzen. Oh, 5,180, oh. Oh. Neues Starbild, würde ich sagen. Scharnierer ist definitiv kleiner, auf jeden. Was? Nein, es ist gleich groß. Es scheint heiter zu sein. Oh, gucke, geil. Hat das was andere auch heiter? Nee, war es nicht. Das heißt, wir haben ein neues Scharnierer-Bild. Und das muss besser sein. Das ist größer. Yes. Gib mir eine schöne Pose. Yes. Und in der Mitte. Zack. Oh, nur bessere Bilder geschossen in dem Run. Und jetzt bin ich gespannt. Es ist klein. Okay, komm. Ja, ein tanzendes Mauzi, seht ihr? So habe ich mir das vorgestellt. Neues Mauzi-Bild. Holla. Holy Makro. Alles neu, alles besser. Außer... Das ist auch besser. Durch die Pose, das gibt's ja nicht. Auch besser. Boah, was war das für ein erfolgreicher Run, Freunde? Uiuiuiuiuiui. Nicht Strecke befahren, wenn du Bilder von... Was, wenn du Bilder von 4 weiteren Pokémon machst? Ja, kein Problem. Das kriegen wir locker hin im Vulkan. Überhaupt kein Problem. Okay. Ja, hier haben wir den Vulkan vor uns. Das war's erstmal für diesen Part. Wenn er euch gefallen hat, macht das kenntlich mittels eines Daumen und oder Kommentars. Ansonsten, Freunde, sage ich erstmal Tschüssi, bis zum nächsten Part. Valado Heroes und bis bald.